Charmant. Charmant. Vielen Dank. Dankeschön. Ah, großartig. Vielen Dank, ihr Lieben. Herrlich. Ah, super Stimmung. Das freut mich. Sehr schön, das ist vielen, vielen Dank für diese lieben Worte, Wolfgang. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin tatsächlich so, ich bin jetzt gerade hier frisch rausgekommen. Ich weiß nicht, wer von euch mich schon mal gesehen hat, aber wenn ihr mich schon mal gesehen hättet, dann wäre euch vielleicht was aufgefallen. Dann hättet ihr vielleicht gesagt, sag mal, der Marcel, der hat doch zugenommen. Und ja, es ist wirklich wahr, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich entschuldige mich dafür, aber ich spreche es einfach lieber jetzt mal offen an, weil es ist immer doof, wenn nach der Vorstellung hinterm Rücken schlecht über einen geredet wird. Ich habe aber vor, abzunehmen. Ich habe mir jetzt was rausgesucht. Ich mache jetzt ab demnächst die Hindu-Diät. Ist das hier in Hamburg bekannt? Hindu-Diät? Nein, das ist super. Hindu-Diät heißt, man nimmt im nächsten Leben ab. Das ist eine super Sache. Weißt du, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, ne? Kannst alles essen, was du willst. Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Gucken wir mal, wie es wird. Also es ist tatsächlich so, ich bin Abnehmen, ist es nicht mehr so einfach. Also das ist nach dem Auftritt kam eine Zuschauerin zu mir und sagte, ach, in ihrem Alter ist es doch noch so einfach abzunehmen. Ganz ehrlich, ich war noch nie in einem Alter, wo es so leicht war, abzunehmen. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin jetzt so Anfang, Mitte, Ende 20 und tatsächlich, es verändern sich so viele Dinge. Ne? Ein Beispiel, als ich klein war, musste ich für Geld nicht arbeiten gehen. Nee, ich habe früher Geld geschenkt bekommen. Ohne Gegenleistung. Und zwar vorzugsweise von meiner Oma. Wenn die zu Besuch war, dann hat die mir beim Tschüss-Sagen immer so ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Ne? Sie einige nicken, macht man hier auch so, oder wie? Kennt ihr? Ist sehr schön, das macht sympathisch. Meine Oma hat das immer gemacht und hat dann immer gesagt, aber nicht deiner Mutter sagen. Und manchmal hat sie auch gesagt, und sag nichts dem Opa, dann kriegst du vielleicht noch mal was. Das hat auch manchmal funktioniert, das war schön. Das waren damals 5 Mark, die ich von ihr bekommen habe. 5 Mark! Die Jungen sagen sich gerade, boah, das waren ja mal 20 Euro. Aber das ist, hey, 5 Mark war früher viel Geld, ne? Was konntest du für 5 Mark alles im Supermarkt bekommen? Für 5 Mark bekamst du 2 Tüten Chips, eine Familienpackung Eis, 6 Tüten Haribo Goldbeeren, 8 Tafeln Milka Schokolade, 10 Flaschen Coca-Cola, 3 Schachteln Zigaretten und ein Mickey-Maus-Heft. Und heute überall Überwachungskameras. Zeiten haben sich doch geändert. Ne? Und irgendwann kam dann der Euro und ich war natürlich gespannt, was werde ich jetzt von meiner Oma geschenkt bekommen? Und sie drückte mir beim nächsten Besuch doch tatsächlich ein 2-Euro-Stück in die Hand. Jetzt merken die Schnellrechner unter euch, da kann irgendwas nicht stimmen. Und so sagte ich dann auch zu ihr, du Oma, das hatte so ein bisschen was von der Pate, ne? Oma, bei aller Liebe. Ne, und sie sagte, ja Junge, was willst du denn? Ich sage, ja, ich möchte ein bisschen mehr haben. Und dann sagte sie, Junge, das kannst du knicken. Und ich habe lange nicht verstanden, was sie damit meinte, bis ich irgendwann in der Situation war, ich stand im Supermarkt an der Kasse, ich wollte gerade bezahlen und ich war zu dem Zeitpunkt wieder mal völlig abgebrannt. Und dann, ja, das war die Applausstelle, vielen Dank euch zweien. Aber es ist... Nee, komm... Ich kann Begeisterung vom Mitleid durchaus unterscheiden. Tatsächlich stand ich da an der Supermarktkasse. Ich hatte nur noch so 5 Euro dabei. Ich versuchte, die Situation zu retten. Also versuchte ich, etwas mit der Verkäuferin zu flirten. Ne? Und dann habe ich die 5 Euro genommen und dachte an die Worte meiner Oma. Die sagte, Junge, das kannst du knicken. Und so habe ich einfach mal die 5 Euro genommen und habe die in der Hälfte geknickt. Und das Erstaunliche ist, dass es optisch jetzt nur noch 2,50 Euro waren. Könnt ihr mir folgen? Ja? Wenn man die noch einmal zur Hälfte gefaltet hat, waren es optisch nur noch 1,25 Euro. Wenn man die noch einmal zur Hälfte gefaltet hat, war es weniger.
Ich war nie gut in Mathe, aber das ist nicht das Thema heute Abend. Also auf jeden Fall ließ sich erstaunlicherweise die Verkäuferin ablenken. Und beim Aufhalten sah es so aus, als hätte der Schein sich optisch etwas verändert. Der hatte zum Beispiel eine etwas andere Farbe bekommen. Auch die Größe des Scheines hatte sich etwas verändert. Und wenn man ganz genau hingesehen hat, konnte man sehen, dass meine Oma tatsächlich recht gehabt hat. Ja, ist nicht. Komm mal, mach mal, ne? Nee, ist schon. Das ist meine Gage heute Abend. Vielen Dank. Nein, großartig ist es so. Also, wie man vielleicht gemerkt hat, ich bin eigentlich hauptberuflich Zauberkünstler. Also, ne, das ist so. Also, ich habe das richtig studiert. Zu Hause und bin sehr viel unterwegs, ich fliege sehr häufig und ich finde, Fliegen ist so entspannt, oder? Also es gibt so tolle Orte, der Flughafen, ich meine, wo kriegst du ein labbriges Wurstbrötchen für 11,90, ne? Also ist doch wirklich super, oder? Ich meine, genießt es so, ne? Und du setzt dich dann hin und dann ist ja auch Ruhe, die Handys werden ausgestellt und dann kommen diese Durchsagen von den Piloten. Unsere Fluggelegenheit hat sich noch mal mit dem Fluggelegenheit versorgen und dann verlaufen. Und dann mit dabei mit Getränken und leckeren Snacks versorgen. Und ich denke immer, was redet der Mann? Was will der von mir? Weißt du nicht, ich frage mich dann, wo lernt man so sprechen? Wie muss ich mir das vorstellen? Erster Tag Piloten, Lufthansa-Ausbildung, weißt du, die sitzen da 40 Leute und der Lehrer kommt motiviert rein und macht sowas wie. Hallo meine Damen und Herren, ich bin die Lehrerin, ich will jetzt nicht anders sprechen. Oder wie, Leute, irgendwie muss das ja so sein. Oder irgendwie müssen sie. Und ich habe mich gefragt, wer wäre der geeignete Lehrer, oder? Wer könnte denen das Sprechen beibringen? Und mir ist einer eingefallen. Stellt es euch nur einmal vor. Erster Tag Ausbildung. Bedim, bedim, Hallöchen. Hallöchen, ich bin der Udo und ich werde euch das sprechen. Oder wie läuft das dann ab? Weißt du, stell dich nur mal vor, ihr sitzt das nächste Mal im Flieger und es kommt folgende Durchsage. Ja, Hallöchen. Hier ist euer Captain Udo. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderflug nach Pankow? Und stellt euch vor, Udo Lindenberg gerät mit dem Flieger in Not. Er würde merken, Mayday, Mayday, Tower, wir haben hier ein kleines Problemchen. Und am Tower meldet sich Jan Delay und sagt, wir machen das klar, wir machen das klar. Dankeschön.